Ja, willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es um das Thema Kugelkoordinaten nochmal gehen. Dieses Mal aber um eine Beispielaufgabe. Das heißt, wir haben eine Funktion im Kartesischen gegeben, sollen diese jetzt im Kartesischen theoretisch integrieren, wollen uns diesen Schritt aber sparen, weil das im Kartesischen zu schwierig wäre und das einfach ins Kugelkoordinatensystem transformieren, um es dort zu machen, weil es dort deutlich leichter ist. Ich lese die Funktion einmal vor, die lautet eben e hoch minus x² minus y² minus z² geteilt durch Wurzel x² plus y² plus z². Und die sollen wir eben integrieren über den gesamten Raum, also nach x, y und z. Wenn ich das kurz mal ausskizziere, heißt das, wir haben also unsere z-Achse, unsere y-Achse und hier auch unsere x-Achse. Da verläuft jetzt wieder beispielhaft irgendeine beliebige Funktion drüber, so zum Beispiel so ein Wellenberg. Und den wollen wir jetzt integrieren halt von minus unendlich bis plus unendlich für z, für x und für y. Wir sollen über den gesamten r hoch 3 integrieren, laut dieser Schreibweise, die wir aufgestellt haben. Bedeutet, wir werden im Endeffekt irgendeinen Zahlenwert rauskriegen, irgend für das Volumen, was halt eben eingeschlossen wird von dieser Funktion im gesamten r hoch 3. Genau. Jetzt wollen wir uns erstmal überlegen, warum können wir das im Kartesischen nicht integrieren, oder beziehungsweise warum ist das schwierig zu integrieren, weil wir sehen halt hier direkt, wir haben eine e-Funktion hoch irgendwas und eine Wurzel Funktion, durch die wir noch dividieren und das dreimal zu integrieren mit verschachtelten Funktionen, das ist auf jeden Fall nicht so einfach. Wir sehen aber direkt, hier drinnen steht x² plus y² plus z², das ist immer der Radius zum Quadrat im Kugelkoordinatensystem. Auch ohne das zu wissen, sieht immer so ein x² plus y² plus z² sehr nach Kugelkoordinaten aus. Das heißt, da kann man sich das Leben schon vereinfachen. Entscheiden wir uns jetzt also für die Kugelkoordinaten, empfehle ich immer erst aufzuschreiben, wie denn die Koordinaten genau definiert sind, damit man auch weiß, was man tun muss. Und x ist eben nichts anderes als r mal Sinus Theta Cosinus Phi. Wer sich jetzt wundert, wo das herkommt, wie gesagt, wir haben schon ein Video gemacht, wo wir die Kugelkoordinaten einmal hergeleitet haben. Das könnt ihr euch dann gerne nochmal anschauen. Hier geht es jetzt tatsächlich nur mal um das Verständnis, wie man damit denn rechnet. Das heißt, r mal Sinus Theta Sinus Phi ist für y und für z ist es nichts anderes als r mal Cosinus Theta. Das heißt, damit haben wir unsere Koordinaten aufgestellt. Was man dann immer noch aufstellen muss, ist eben diese Transformation der Koordinatensysteme, bewirkt halt eben eine Verschiebung der Integrationskonstanten bzw. Veränderung. Das heißt, unser dx, dy, dz ist nicht mehr dx, dy, dz, sondern natürlich die Theta, d, phi, dr. Und da darf man auf keinen Fall eben diesen Raumtransformationen, die da halt entsteht bei dem Koordinatensystem Transformation, vergessen. Das ist hier r² sinus Theta, d, Theta, d, phi, dr. Das heißt, wir haben nicht nur dx, y, dz ist die Theta, d, phi, dr, sondern ganz wichtig immer beachten, dass r² mal Sinus Theta bei Google-Koordinaten das immer dazukommt. Was wir jetzt zudem machen, ist, wir müssen erstmal unsere Grenzen ändern, bevor wir jetzt das Integral versuchen zu transformieren oder die Funktion zu transformieren. Das heißt, wir haben vorher gesagt, okay, x ist Element von minus unendlich bis unendlich, y ist Element von minus unendlich bis unendlich und z, hier müssen eigentlich runde Klammern hin. Unendlich kann man nicht einbeziehen. Z ist Element von minus unendlich bis plus unendlich. Das heißt, wir haben jetzt im Endeffekt unsere Grenzen für x, y und z und müssen uns jetzt überlegen, wie sieht das Ganze denn im R, also im Kugelkoordinatensystem aus. Und da gilt natürlich auch, wir sollten versuchen, irgendwie den gesamten Raum einzuschließen. Das heißt, unser Radius, der startet im Ursprung vom Koordinatensystem und muss natürlich bis unendlich weit weggehen. Das heißt, unser Radius ist Element von 0 bis unendlich. Dann unser Phi, also unser Winkel, mit dem wir quasi unsere Polarkoordinate erstmal aufspannen, der geht natürlich einmal im gesamten Kreis, damit wir halt den gesamten Kreis aufspannen, also von 0 bis 2 Pi. Und unser Theta, was halt eben darstellen soll, wie sehr klappe ich jetzt diesen aufgespannten Kreis, den muss ich einmal um 180 Grad klappen, damit ich eben eine komplette Kugel hinkriege. Die muss dementsprechend bei 180 Grad von 0 bis Pi gehen. Das heißt, da haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal unsere Grenzen aufgestellt und können damit jetzt schon mal anfangen zu arbeiten. Das heißt, was wir als nächstes machen müssen, ist, wir setzen jetzt im Endeffekt nichts anderes ein, als alles, was wir wissen. Also unser dx, dy, dz wird substituiert zu r² sinus theta, d, theta, d, phi, dr. Unser x, y und z, dafür setzen wir eben jetzt im Endeffekt nichts anderes ein, als unsere Transformation, die ich hier eben aufgeschrieben habe. Und dann fangen wir an, einfach nur auszumultiplizieren. Was wir jetzt an dem Schritt erstmal sparen werden oder machen werden, bevor wir hier einsetzen, damit wir halt eben hier einen Schritt uns sparen, ist, wir versuchen erstmal zu kürzen, was dieses x² plus y² plus z² eben ist, weil das taucht ja, wenn ich ein Minus hier oben vorziehe, auch hier oben ein. Also ich habe hier oben nichts anderes als e hoch minus x² plus y² plus z² stehen.
Das heißt x² plus y² plus z². Ich denke, den meisten ist bekannt, was da am Ende rauskommt, aber wir versuchen es einmal noch einzusetzen. Ist nichts anderes als die Variablen eingesetzt und dann nochmal quadriert. Das heißt r² mal Sinusquadrat Theta mal Cosinus Quadrat Phi plus r², jetzt die y-Komponente, mal Sinusquadrat Theta mal Sinusquadrat Phi plus r² mal Cosinus Quadrat Theta. Wunderbar, jetzt versuchen wir da ein bisschen zu kürzen. Das erste, was wir machen können, ist das r² vorklammern. Das heißt, wir haben den r² vorgeklammert und dann haben wir da nur noch stehen Sinus Quadrat Theta Cosinus Quadrat Phi plus Sinus Quadrat Theta Sinus Quadrat Phi plus Cosinus Quadrat Theta. Das nächste, was wir also machen können, ist an der Stelle jetzt hier zum Beispiel das Sinus Quadrat Theta vorziehen. Das heißt, wir haben Sinus Quadrat Theta mal Cosinus Quadrat Phi plus hier an der Stelle Sinus Quadrat Phi plus das hintere, das ist Cosinus Quadrat Theta. Und da können wir jetzt eben Additionstheoreme drauf anwenden. Also hier Cosinus Quadrat plus Sinus Quadrat ist immer gleich 1, wenn es der gleiche Winkel ist, der eingeschlossen wird. Das heißt, r² mal Sinus Quadrat Theta multipliziert mit dieser Klammer, die eben 1 ergibt, plus Cosinus Quadrat Theta. Und da sehen wir wieder das gleiche Phänomen. Wenn der gleiche Winkel eingeschlossen wird, Sinus Quadrat Theta plus Cosinus Quadrat Theta, das ergibt wieder 1. Das heißt, hier haben wir r² am Ende raus. Und damit sehen wir, okay, x² plus y² plus z² ist nichts anderes als r². Da sind wir schon mal glücklich mit. Das heißt, wir können jetzt gleich sehr, sehr einfach, sehr schnell, sehr viele substituieren. Weil jetzt ergibt sich nämlich für unser Integral über r hoch 3 unserer Funktion e hoch minus x² minus y² minus z² geteilt durch Wurzel x² plus y² plus z² dx, dy, dz. Nichts anderes als eben, ich schreibe jetzt mal, weil wir unendlich als Grenze eigentlich nicht einsetzen dürfen, das Ganze mit einem Limes. Limes r gegen unendlich. Das Integral über unseren Radius. Wir wollen ja von 0 bis unendlich integrieren, also über den gesamten Raum. Dann das Integral über unseren Phi-Winkel, der geht ja von 0 bis 2 Pi. Und das Integral von unserem Theta-Winkel, der geht ja von 0 bis Pi genau. Und zwar dieser Funktion, wo ich alles für einsetze, was ich kenne. Und ich weiß ja, dass x² plus y² plus z² nichts anderes ist, sehen wir hier oben, als r². Das heißt, wir haben hier e hoch minus r² stehen, weil ich hier das Minus erstmal vorklammern muss, bevor ich die x² plus y² plus z² habe. Geteilt durch die Wurzel aus x² plus y² plus z², das ist eben genau die Wurzel aus r². Und dann dran denken unbedingt, hier oben dx, dy, dz ist dieser Teil hier vorne, den ich vergessen aufzuschreiben. Also multipliziert mit r² mal Sinus Theta. Das kommt einfach durch diese Raumtransformation. Mal d Theta, d Phi, dr. Wunderbar, das heißt, an der Stelle kann ich jetzt schon mal kürzen. Das ist nichts anderes als Limes r gegen unendlich. Integral von 0 bis r, Integral von 0 bis 2 Pi, Integral von 0 bis Pi. E hoch minus r² geteilt durch, und jetzt dran denken, Wurzel aus r², die Wurzel aus einer Zahl zum Quadrat ist der Betrag dieser Zahl. Das heißt, eigentlich würde gelten, ich schreibe es mal hier oben hin, Wurzel aus r² ist nicht das gleiche wie r, sondern das ist Betrag von r. Ja, also es ist immer der Betrag. Da aber r zwischen 0 und unendlich ist, das heißt immer positiv ist, ist der Betrag von r automatisch das gleiche wie r. Somit können wir hier einfach r einsetzen, multipliziert mit r² mal Sinus Theta, d Theta, d Phi, dr. Und damit können wir dann schlussendlich zum letzten Schritt kürzen. Das ist also von 0 bis r, 0 bis 2 Pi, 0 bis Pi, e hoch minus r² multipliziert mit r mal Sinus Theta, d Phi, dr. Und damit haben wir im Endeffekt jetzt unser Integral relativ schön und kurz und knapp aufgeschrieben. Das heißt, das steht jetzt schon in der Form da, wie wir es eben im Endeffekt haben möchten. Das heißt, wir können jetzt erstmal versuchen, das Ganze weiter zu integrieren. Das erste, was wir tun, ist, wir sehen, das hat eine Abhängigkeit von Theta, von Phi und also von Theta und R. Das heißt, wir können jetzt schon mal integrieren, einmal nach Theta und danach nach Phi, weil das R ist die komplexe Funktion. Das stört uns eher am meisten. Das heißt, wenn wir das nach Theta integrieren wollen, beziehungsweise, ja doch, ist es vielleicht so am schlauesten. Also, wenn man sich das so vorstellt,
Der Einfluss der unterschiedlichen Integrale hat ja immer nur einen Einfluss, falls eine Funktion hier oben in den Grenzen steht. Also am leichtesten ist es, wenn man die Integrale jetzt einfach aufteilt in drei Integrale, weil die miteinander multipliziert werden und die Variablen nichts miteinander zu tun haben. Also hier oben in der E-Funktion steht kein Theta drin und in den Integralgrenzen stehen kein Phi, Theta und so weiter drin. Macht es Sinn, jetzt das Integral sich aufzuteilen in drei Integrale, und zwar ist das einmal Limes R gegen unendlich von 0 bis R von allen Teilen, die halt mit R zusammenhängen, also E hoch minus R Quadrat multipliziert mit R mal dr. Das wäre also der Teil, wo ich das R nehme, alle Teile in dem R stecken und dann das Integral über das R. Dann integriere ich noch über den letzten Teil oder über den nächsten Teil. Das ist der Teil mit dem Phi. Ich habe nirgendwo einen Teil mit einem Phi hier drin stehen, außer meine Integrationskonstante d Phi. Also habe ich einmal d Phi und das multipliziere ich noch mit dem Integral von 0 bis Pi Sinus von Theta d Theta an der Stelle. Sehr gut, dann habe ich schon meinen ersten Teil durch. Das heißt, ich habe jetzt drei Integrale, die kann ich einfach separat nach und nach lösen. Ich mache es mal für das erste vielleicht als erstes, damit man das Schritt für Schritt hat. Also das ist immer noch Limes R gegen unendlich. Das lassen wir mal so stehen. Das ist ja, sagen wir mal, noch zu schwer für den Anfang. E hoch minus R Quadrat mal R dr multipliziert. Und jetzt Integral von 0 bis 2 Pi d Phi ist nichts anderes als, ich integriere mal d Phi, das ergibt Phi, wenn ich eine 1 da stehen habe, von 0 bis 2 Pi. Multipliziert mit Integral von Sinus Theta. Sinus Theta integriert ergibt halt an der Stelle genau minus Cosinus, also Sinus integriert ergibt minus Cosinus Theta. Minus Cosinus von Theta von Pi bis 0. Und das ergibt halt jetzt im nächsten Schritt nichts anderes als Limes R gegen unendlich. Integral von 0 bis R, E hoch minus R Quadrat, multipliziert mit R dr. Mal für Phi halt 2 Pi minus 0 eingesetzt, also mal 2 Pi. Und für Cosinus von Pi mit einem Minus gewichtet, also Cosinus von Pi erstmal ist an der Stelle minus 1, also Pi einsetzen, Cosinus ist minus 1, multipliziert mit dieser minus 1 ergibt genau 1. Und davon ziehe ich jetzt Cosinus von 0 ab, mit dem Minus, was ich habe. Also ich addiere quasi Cosinus von 0. Cosinus von 0 ist 1, das heißt, ich habe hier 1 plus 1 ist gleich 2. Und damit ergibt sich halt, das Ganze ist nichts anderes als 2 mal 2 Pi. Das ist 4 Pi mal Limes Integral R gegen unendlich, Integral von 0 bis R, E hoch minus R Quadrat mal R dr. Und jetzt habe ich nur noch dieses schwer wirkende Integral, was jetzt auch nicht so schwierig ist, aber was jetzt erstmal an der Stelle ein bisschen schwierig aussieht, um das Ganze zu lösen. Wir sehen schon, wir sind hier auf jeden Fall bei einem deutlich einfachen Integral gewesen, als wenn wir uns jetzt dieses ganz Schwierige hier oben angucken mit diesen E-Funktionen und Wurzelfunktionen. Die Wurzelfunktion ist direkt weggefallen bei den Kugelkoordinaten, was sehr praktisch ist. Und jetzt wollen wir noch den Rest lösen. Das heißt, wir müssen einfach versuchen, dieses Integral hier zu lösen. Dafür empfiehlt sich die Substitution, weil wir hier oben eben eine Exponenten höher sind als hier unten bei dem r. Das heißt, wir nehmen das obere, also was wir substituieren, sagen also u ist gleich minus r Quadrat, der Exponent also u ist gleich minus r Quadrat. Dann folgt daraus die Ableitung nach u. Wir wollen ja irgendwo das dr gleich haben. du nach dr abgeleitet ist gleich minus 2r. Und daraus folgt, ich will ja das dr auch noch ersetzen können, dass dr ist gleich du geteilt durch minus 2r, wenn ich das umstelle. Und dann kann ich einsetzen, und zwar einmal für das minus r Quadrat kann ich u einsetzen und für das dr kann ich halt du durch minus 2r einsetzen. Das heißt, wir haben hier 4 Pi multipliziert mit Limes r gegen unendlich, Integral von 0 bis r, e hoch u Quadrat, e hoch u, Entschuldigung, einfach nur e hoch u, ich setze für minus r Quadrat u ein. Und dann multipliziert mit r, multipliziert mit dr, was ja nichts anderes als du geteilt durch minus 2r ist. Dann sehe ich, okay, dieses r und dieses r kürzen sich. Und ich habe hier einfach nichts anderes als 4 Pi multipliziert mit minus 1 halb, klammer ich mal vor hier die minus 2, 1 geteilt durch 2, mal Limes r gegen unendlich, Integral von 0 bis r. Und dann e hoch u du. Der Rest kürzt sich weg, r und r kürzt sich weg. Minus 1 halb habe ich vorgezogen und damit bin ich schon an der richtigen Stelle, die ich eben gerade ausgewählt habe. Das heißt, an der Stelle muss ich jetzt auch noch dran denken, habe ich jetzt schon fast vergessen, natürlich die Grenzen zu substituieren. Also u von r und u von 0, hier u von r und u von 0. Also bei einer Substitution muss man natürlich auch die Grenzen immer noch anpassen an die substituierte Funktion. Das heißt, ich habe hier im Endeffekt stehen minus 2 Pi multipliziert mit Limes r gegen unendlich.
Und an der Stelle kann ich jetzt einfach das Integral tatsächlich bilden. Und e hoch u integriere das e hoch u von u von 0 und u von unendlich. Und damit habe ich im Endeffekt jetzt meine Grenzen tatsächlich stehen. Jetzt kann ich resubstituieren, damit ich dieses u eben nicht mehr drinne stehen habe mit den Grenzen. Dann muss ich die Grenzen auch nicht ausrechnen. Das heißt, das Ganze ist resubstituiert wieder minus 2 Pi mal Integral von, oder mal Limes, Entschuldigung, r gegen unendlich. Das u resubstituiere ich, also u wird ja minus e hoch minus r, wird ja minus r Quadrat, das heißt e hoch minus r Quadrat von 0 bis unendlich. Wunderbar, wenn ich das resubstituiert habe an der Stelle, dann kann ich jetzt einsetzen, minus 2 Pi Limes r gegen unendlich. Ah, hier steht kein r drin, sondern kein unendlich drin, sondern ein r drin. Das heißt, Limes r gegen unendlich, e hoch minus r Quadrat minus e hoch 0, das ist genau 1 an der Stelle. Und dann kann ich das als final einsetzen, wenn ich den Limes von e hoch minus r Quadrat ausrechne. Also das r Quadrat ist ja hier zum Quadrat gebildet, das heißt, ich habe quasi e hoch minus unendlich zum Quadrat, das ist nichts anderes als e hoch minus unendlich und die e hoch Funktion im hoch minus etwas im Unendlichen geht gegen 0. Das heißt, das hier geht gegen 0 und damit habe ich minus 2 Pi mal 0 minus 1, das ist gleich 2 Pi. Und wir sehen, wir haben jetzt unser Integral gelöst, ohne irgendwelche Schwierigkeiten, kommen direkt auf einen Wert, der tatsächlich noch irrational ist, also keine endliche Stelle hat. Das heißt, das Ganze wäre tatsächlich im kartesischen Koordinatensystem sehr, sehr, sehr schwierig, wenn überhaupt möglich, gewesen. Und im Kugelkoordinatensystem kann man das Ganze einfach auf zwei Seiten runterrechnen, wenn man schon ein paar Tricks kennt, wie zum Beispiel, dass eben der Radius Sinus Quadrat plus Cosinus Quadrat Theta, also, nee, Entschuldigung, das x Quadrat plus y Quadrat plus z Quadrat r Quadrat ist, dann kann man das Ganze auch auf einer Seite problemlos lösen und kriegt halt im Endeffekt nochmal raus, ich schreibe es nochmal auf, dass eben das Integral über e hoch minus x Quadrat minus y Quadrat minus z Quadrat geteilt durch Wurzel x Quadrat plus y Quadrat plus z Quadrat dx, dy, dz genau 2 Pi ist. Und das heißt einfach, dass wir ein Volumen von 2 Pi einschließen in dieser, also im gesamten Raum zwischen dieser Funktion e hoch minus x, also zwischen dieser Funktion, die hier abgebildet ist. Wenn es dazu Fragen gibt, dann stellt die wie gesagt gerne in die Kommentare. Schaut euch, wenn ihr es noch nicht getan habt, vorab natürlich auch gerne nochmal das Kugelkoordinatenvideo an. Ich denke, damit ist es auf jeden Fall klarer, warum was wie gemacht wird. Ich hoffe es zumindest. Ansonsten, wie gesagt, einfach Kommentare stellen und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.